So, hallo, wir machen weiter. Bei I Wanna Maker. Und letztes Mal haben wir das Level von Echo Mask gesehen. Mit dem Namen Wake Blocks. Und festgestellt, dass es da ein Item gibt, das nicht ganz so geläufig war. Haben uns das Item ein bisschen genauer angeguckt. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Und ich hoffe, dass wir damit jetzt besser klarkommen. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Also den ersten Raum haben wir ja schon mal geschafft. Der sollte nicht das große Problem darstellen. Okay, jetzt haben wir es eigentlich schon. Na, easy. Gut, so. Ja, also. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Anfang richtig war. Hier lang, hier lang. Hier auslösen. Hier einmal rum. Den hier runterholen. Und sterben. Genau so. Die Frage ist halt, was wir mit diesem Telekit-Ding dann anfangen können. Gab es sowas nicht auch bei Celeste? So ein bisschen in der Form? Ah, shit. Weil ich meine, dass Biob das in seinem Mario-Hack eingebaut hat. Und der hat das doch an Celeste angelehnt. So, also, das Ding ist, wenn ich jetzt loszünde, bleibt die Figur ja hier. Das heißt, mit der Figur kann man noch spielen. So. Aber ich muss mal was probieren. Das war nicht, was ich probieren wollte. Das war überhaupt nicht, was ich probieren wollte. So. Ich glaube, ich kann sogar hier an die Wand schießen, weil wenn ich an der Wand lande... Ich habe den Dreifachsprung. Ich komme da wieder raus. Und genauso ist es dann da oben. Wenn ich hier durchziehe und hier drauf, also hier an der Wand abpralle, dann habe ich hier den Sprung und hier den Sprung. Na? Die Box ist dann ja weg, wenn wir die Box hier noch... Das Problem, das Hauptproblem wird diese Box hier zu zerstören. Das wird das Hauptproblem. Idee, nee. Wobei... Nein, ich glaube, das funktioniert... Nein. Ich glaube, das funktioniert nicht, aber ich probiere es aus. Von der Höhe her wird es passen. F. Wenn ich so... Ich muss warten, bis der darüber geht, sonst bin ich die andere Figur noch. Solange ich die andere Figur bin, kann ich ja sterben. Ich werde ja erst wenn der sozusagen abprallt, dann wechselt er ja die Figur. Also dann erst findet der Teleport statt. Solange ich den Teleport nur schicke, kann ich ja sterben. Das heißt, da darf ich mich nicht bewegen. Das könnte... Okay, nächste Frage. Behalte ich... Also kriege ich durch den Teleport meinen Sprung zurück. Dann könnte das funktionieren. Ach, ich habe den noch gar nicht. Zu knapp. Ja,
Ja, so kann ich es halt nicht testen, weil. Ah, ich glaube aber, ich verliere den Sprung. Ich könnte mir. Ich weiß es nicht. Wir müssen es ausprobieren. Es würde halt passen. Wenn ich das schaffe, würde es passen. F. Nachdenken. Denk nach. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Bin ich wieder in diesem Ich will es unbedingt ausprobieren Modus und dann werde ich wieder ungeduldig. Ihr kennt das. Ich weiß, wie wir es testen können, ohne dass wir den kompletten Ablauf machen müssen. Ich weiß, wie wir es testen können, ohne dass wir den kompletten Ablauf machen müssen. Ich habe eine Idee. Yikes. Das war so klar. So. Ich müsste es hinkriegen, wobei das wird kritisch. Ich wollte den Doppelsprung jetzt aufbrauchen und dann den Fort aktivieren, aber nee, das wird ein bisschen kritisch. Das ist nicht ganz so günstig an der Stelle. Ich kann es trotzdem testen. Ich kann es trotzdem testen. Ach, das. Oh, an der Stelle sterbe. Ich kann es nicht testen, weil ich an der Stelle sterbe. Ganz woanders testen. Und zwar an der Lücke hier. Ich krieg die wieder. Krieg die wieder. Okay, dann haben wir's. Uff. Gut, 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 gut. Das war alles, was ich wissen musste. Mist. Jetzt nur noch umgesetzt bekommen. Puh.
Nein! So close. Close. So close. Ich fall zu schnell. Hat das gesehen? Bevor ich da drüben ankomme, Bevor ich da drüben ankomme, ist der gefallen. Also muss ich ein bisschen noch... Oha, okay. Also muss ich ein bisschen noch nach... Weißt du schon. Rechts mit der Figur. Damit es passt. Das ist die Frage. Nein, jetzt stirbt er an den Stachel. Ich muss also schneller, oha, ich muss schneller hinten an der Wand ankommen. Ich muss schneller hinten an der Wand ankommen, als, als die Figur fällt. Okay, aber wir kommen in der Sache, glaube ich, schon deutlich näher. Nein, sind sie da an der Wand gestorben. Das wird aber super knapp, oder? Das ist super knapp. Ist das wirklich so gedacht? Aber es wirkt schon so, ne? Würde er sowas nicht wollen, hätte er ja auch die Stacheln direkt runtersetzen können, dass man so nicht runterfallen kann. Moment, kann ich das dann nicht einfach direkt von hier aus machen? Ah, shit. Oh! Oh! Jetzt! Jetzt kommt der ultimative, die ultimative Kombination. Jetzt habe ich's. Ich kann ja die Figur losschicken und während die Figur aber rübergeschickt wird, kann ich ja auch den Block kaputt machen. Ich bin ja genauso noch aktiv. So wie ich das gerade... Ach, Mist. So wie ich das gerade angesetzt habe, kann ich ja immer noch mit meiner Figur, die dann zwar am Sterben ist, den Block kaputt machen. Hab dadurch mehr Zeit genutzt, bis die Figur drüben an der Wand ist. Und komm so durch. Das Wichtigste, was wir rausfinden mussten... Ja, ja. Ich schicke die jetzt los. Das ist es. Genau das ist es. Ich muss nur treffen. Das ist es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist die Lösung. Nein. Come on. Muss mir dann unbedingt mal seinen Walkthrough angucken, ob das wirklich so ist oder ob ich... hier einen komplett komischen Weg mache und es geht viel einfacher. Das wäre es natürlich. Nee, und jetzt noch da kaputt. Das wäre es gewesen. Okay, also es geht auf jeden Fall. Egal, ob das die Lösung ist oder nicht, es geht auf jeden Fall. Mehr muss ich gar nicht wissen. Mehr muss ich gar nicht wissen, aber ich muss mir unbedingt das Tutorial angucken. Tutorial, das war auch so. Stopp. Achso, Moment. Wie wollte ich das machen? So? Und jetzt... Nein! Oh, Multitasking, ey. Oh Gott, Multitasking in dem Fall. Uff. Böse.
Das ist böse. Ja! Ja, nun! Ah, jetzt war ich zu dingsig. Jetzt muss ich drüben noch ein bisschen warten, dass ich nicht direkt in die Stacheln reinratte. Ah, es hat hingehauen. Es geht so. Es geht so. Wir haben eine mögliche Lösung. Ist mir egal, ob das eine einfache oder eine schwierige ist. Es geht so. Oh. Das ist alles, worauf es ankommt. Eine Lösung finden. Okay. Zu spät reagiert. Wir sind immer noch... Aber wir kommen... Merkt ihr es? Wir kommen mit jedem Versuch... Kommen wir ein Stückchen näher, dass es komplett hinhaut. Jedes Mal hat es ein bisschen besser funktioniert. Erst haben wir den Block kaputt bekommen. Dann haben wir es noch geschafft, da drüben zu reagieren. Dann haben wir es fast hier hoch geschafft. Und jetzt... sterben wir erstmal. Aber das ist okay. Das ist okay. Wir haben es. Wir haben die Theorie gelöst. Wir müssen es nur noch umsetzen. Wir müssen es nur noch umsetzen. Yes! So. So, und jetzt muss ich zwei Sprünge schaffen. Und dann haben wir's. Die zwei Sprünge konnte ich noch nie ausprobieren. Die müssen jetzt halt sitzen. Ja! Oh, Mama Mia! Okay, jetzt kommen hier diese Blubberblasendinger. Aber wir haben diesen Raum. Okay, ich muss mir so eine Blubberblase als erstes wahrscheinlich holen. Ja, und dann muss ich da wahrscheinlich durch die Mitte erstmal durch. Okay, weil ich kann ja nicht an den Rand raus. Aber wann komme ich da überhaupt raus? Ah, kann ich's? Gibt's hier irgendwo Schalter? Ach so! Nee, aber ich kann... Oh weia, oh Gott. Das ist auf jeden Fall der letzte Raum, da hinten ist das Ziel. Das ist der letzte Raum, da hinten ist das Ziel. Ich kann aber sozusagen rausspringen. Oh, Himmel. Na, ich kann praktisch sagen, hier steige ich aus und dann bin ich wieder draußen. Wahrscheinlich. Okay, die Hitbox ist ziemlich nett. So kann ich den Block schon mal kaputt machen. Also nicht. Ach. So auch nicht. Auch nicht. Ja, da komme ich recht schnell wieder hoch. Das ist hier das Problem. Ah, okay. Hat noch nicht ganz hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann ich aus der Blase eigentlich auch direkt rausspringen, dass ich... Nein, ich kann nur schießen.
Vielleicht dann doch erstmal nach da. Ah, okay, wir kommen darüber. Wir kommen darüber. Dann gehen wir erstmal nach da. Dann werden wir sehen, was das bringt. Wir gehen erstmal darüber und dann können wir gucken, wie es da ist. Ob ich da schon irgendwas anstellen kann. Okay, wir stehen hier. So, was ist das jetzt? Was sind diese Art von Blöcken? Ich meine, der fällt runter, wenn ich die jetzt kaputt mache, ne? Das scheint mir nicht richtig zu sein. Ja. Aber die kriege ich jederzeit kaputt, also das würde ich eher zum Schluss dann machen. Das Problem ist, den Vogel da oben habe ich nur einmal. Scheiße. Ich nehme an, ich brauche es mal den Dreifachsprung, der ist bestimmt wieder da oben in der Glitzerbox drin. Aber ich komme nur einmal über den Vogel, das ist das Problem gerade. Weil ich sehe das ja jetzt schon. Wenn ich den Vogel kaputt mache, ist da eine Stachel drunter. Kommt zwar hier hoch, aber jetzt ist der Vogel kaputt. Und ich kann jetzt zwar den Stern auslösen und wieder hier runterfallen, aber jetzt komme ich nicht mehr da hoch. Oder muss ich jetzt über den anderen Weg gehen? Oder hätte ich erst über den anderen Weg gehen müssen? Oder ist es egal? Ich meine, wenn ich hier hochkäme. Aber das sind ja, die haben ja Stacheln auf dem Kopf. Ne? Auf die kann ich nicht springen. Sehe ich das richtig? Ja. Schade. Schade, dass ich das richtig sehe. Finde ich nicht gut. Ich sehe Dinge nicht so gerne richtig. Oh, warte mal. Ich muss was anderes ausprobieren. Was ist, wenn ich... Und hier... Aha! Und hier bekomme ich einfach den hier. Und jetzt hätte ich den Stern. Also ist die Reihenfolge egal. Ob ich erst mit dem einen oder mit dem anderen hingehe, ist an sich egal. Weil jetzt kann ich mir ja auch den, mit dem Vogel den Weg holen. Ne? Yo! Okay, das ändert einiges. Jetzt muss es gut getimed sein. Ach du Scheiße. Und dann in die Blase rein. Und dann ist da oben nur noch ein Block. Wait, den Block kann ich vorher kaputt machen. Ich glaube, wir haben es. Ich verstehe dann zwar nicht, wofür das Ausrufezeichen da ist. Vielleicht gibt es da noch irgendeine... Vielleicht habe ich noch irgendwas übersehen. Aber ich würde sagen, wir haben es. Wir können auch mit dem Vogel anfangen. Das ist, wie gesagt, egal. Womit wir anfangen, ist eigentlich wirklich egal. Ich würde fast wirklich sagen, wir fangen mit dem Vogel an.
Weil das, das ist, was eher schief gehen kann. Und jetzt die andere Seite. Und diesmal versuche ich, alle drei Blöcke kaputt zu machen. Das müsste eigentlich auch gehen, wenn die Stacheln nicht zu schnell fallen. Das muss ich gleich sehen. Eins. Zwei. So, und jetzt muss ich... Das geht. Das geht. Moment. Habe ich das gerade richtig gesehen? Die Stacheln fallen auf das Ding und dadurch verschwindet die Plattform da oben. Nicht die Plattform, die das Power-Up. Oh, das macht dieses Ausrufezeichen. Das ist nicht für mich. Ich verstehe, ich muss hier nochmal hindern danach und dann dieses Ding mal. Okay. Okay, ich verstehe. Ja, das erschwert die Sache ein ganz kleines bisschen. Und bestätigt mich darin, dass wir mit dem Vogel anfangen. Ja, weil ich darf nicht zurück. I see. Das ist frech. Das ist frech. So, ich muss jetzt nur die Kontrolle behalten. Nicht unruhig werden, dann haben wir es. Nice. Okay. Ganz ruhig bleiben. Ich muss jetzt springen, muss in die Blase zurückkommen, muss mit der Blase runtergehen diesmal. Und zwar, na, eigentlich muss ich nicht runtergehen. Ich muss nur so fallen, dass ich durch die Stacheln da durchkomme. Eieieiei. Scheiße. Okay. Aber auch hier haben wir es theoretisch jetzt deutlich schneller gelöst als der andere Raum. Also der andere Raum war schwieriger. Aber einfach, weil ich dieses Ding nicht kannte. Die Funktion von diesem Telekit nicht. Wenn man das Telekit kennt, ist das eigentlich ein schönes Puzzle. Ne? Jetzt habe ich den Doppelsprung gerade verwendet. Ah, scheiße. Na gut, dann gibt es in dem Part doch nur dieses Puzzle, weil das werden wir jetzt schaffen. In naher Zukunft. Ach! Ungeduldiger Conan ist ungeduldig. Yikes! Wait a moment. Ich habe noch eine andere Idee, aber das... Okay, das wäre... Vielleicht geht's nicht. Vielleicht geht's nicht. Muss ich mal testen. Wenn wir jetzt sterben sollten, muss ich was testen. Wenn wir jetzt nicht sterben sollten, ist... Ja, okay. Jetzt muss ich was testen. Das teste ich jetzt aber auch gleich. Wir gehen direkt den rechten Weg. Ah ja. Das schaffe ich aber wahrscheinlich... Das schaffe ich nicht rechtzeitig. Da, das werde ich nicht rechtzeitig schaffen. Kann ich jetzt jedes Mal ausprobieren, weil passieren kann mir ja nichts, wenn ich mich teleportiere. Sonst kann mir nichts passieren. Aber das wird nicht reichen.
Ist hier runter? Nee. Nee, schaffe ich nicht bis dahin. Okay, wär ein cooler Projekt gewesen. Funktioniert leider nicht. Ist zu knapp. Ist zu knapp. Okay. So. Nein, ich time das immer nicht richtig. Ich time das noch nicht richtig. Aber das ist okay. Das ist halt wirklich kein großes Ding mehr. So, zack. Zack, runter. Stopp. Jetzt rüber. So, hoch. Ein geduldiger Conan schießt nach oben. No! Dann fangen wir doch mit dem Vogel an, wenn der Vogel eher Ärger macht. Ist. Oh. Weil mit dem Viech rüberschießen, das ist ja... Hä? Das war dumm. Mit dem Viech rüberschießen ist ja nicht das Problem. Dann fangen wir halt doch mit dem Vogel an. So. Eins, zwei. Ja, schafft man nicht. Ach, jetzt bin ich da oben reingeschüttet. Scheiß Decke. Ah, dass man in der Decke sterben kann, ist nach wie vor dumm. Aber da kann keiner was dafür. Ach, come on. Oh, ich dachte, es reicht nicht, aber es hat gereicht. Ich time es nicht richtig. Mist. Okay. So, jetzt ein bisschen, jetzt werde ich nicht so hoch schießen. Jetzt bin ich vorsichtiger. Deutlich vorsichtiger. Oh, Mama Mia. Okay, so. Ich habe halt nur einen. Nö, stimmt gar nicht. Fuck. Aber ich habe mehr als einen Sprung. Vorsichtig. Vorsichtig. So. Nein! Das klappt. Das klappt. We have it. We have it. Ich muss es nur besser springen. Ich muss nur ein bisschen besser springen. Das war super knapp. Das haut hin. Das haut hin. Wir haben's. Ich muss es nur umsetzen. Ich muss es nur noch umsetzen. Nur noch umsetzen. Es ist nur noch eine Sache von 25 Minuten, dass wir die Stunde voll haben. Nein, so lang nicht. Bitte nicht. Aber das Timing hier klappt jetzt auch besser.
Okay. Yes! Oh! Und dann hat er noch geschrieben, ich soll versuchen, seinen Rekord zu brechen. Nope. Kannst die Minute behalten. Oh Gott. Okay, sehr schön. Das war's wert, ein ganzes Video dazu aufzunehmen. Ich habe vorhin auch gesehen, er hat noch mehr Level geschickt. Da muss ich nur auf die Codes achten, dass ich die nicht verpeile. Und zwar With Rushing Gauntlet, Timed Temple, One Screen Puzzle, Where's the Death Portal, Santa Eats Cookies, Sky Zone, Blue Coin Challengers und World One Boss. Die werden wir uns beim nächsten Mal zu Gemüte führen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Also Stück für Stück. Die packe ich jetzt gleich mal. Das mache ich jetzt schnell. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt schnell. Genau so machen wir es. Das mache ich jetzt schnell. Das mache ich jetzt fix. Dann seht ihr, wie das funktioniert. Dann seht ihr, wie einfach das ist. Hier die Playlist und so, ne? Dann kann ich jetzt nämlich... Das ist halt so angenehm. Ich kann hier Riff schreiben. Kriege ich direkt Refreshing Gauntlet. Zack. Er hat sogar noch was anderes mit Ref gebaut. Also haben wir schon gespielt sogar. Ha. Und kann hier sagen... Playlist. Noch spielen. Zack. Ah, ich muss die von Würzburger nachher rausnehmen. Und dann kann ich hier hingehen und kann sagen... Timed. Dann kriege ich Timed Temple. Deswegen ist es mir übrigens lieber, ihr gebt mir Namen von den Leveln, anstatt die IDs, weil die IDs muss ich vollständig aufschreiben. Während ich Timed Temple, während ich Namen so andeuten kann. Das ist super. Das ist sehr gut, um es zu suchen. One Screen Puzzle. Oh, da ist gleich Sky Zone dabei. Das hat er mir beides gesagt, soll ich spielen. Sehr gut. Zack. Und zack. Ja, lass mich doch hier wegklicken. So, und dann haben wir noch Where is the Death Portal? Jawollo. Ab dafür. Und dann haben wir noch Santa Eats Cookies. Jawoll. Ab dafür. Und dann haben wir noch World One Boss. Achso, er hat ein ganzes... Ja, okay. Aber ganz ehrlich, wenn es eine ganze Welt ist, dann spielen wir auch vorher die Level und dann erst den Boss. Dann passt es zusammen. Spielen wir nicht nur den Boss, sondern auch die Level vorher. Ja, und dann ist das, dann ist das sozusagen der Unterrichtsplan für die... Wahrscheinlich ist es der Unterrichtsplan. Junge, du unterrichtest zu viel digital. Holy... Ja, liebe Schüler, das ist der Wochenplan. Ach, okay, geh weg. Wahrscheinlich... Oh mein Gott, okay. So, dann schmeiße ich jetzt kurz die Level von Würzburger raus, die wir gesehen haben. Wie Error. Gib mir meine Playlists. So, nix Error. Weil die haben wir ja schon gespielt. Kann ich eigentlich mehrere direkt markieren und sagen, alle raus? Nein, muss ich eins machen. Okay, tschüss. Aber er fragt auch nicht nach. Also wenn man versehentlich eins löscht, hat man Pech gehabt und muss wissen, was drin war. Sehr gut. Und dann haben wir hier, den ganzen Teil hier von Echo Mask noch und gucken mal, wie weit wir da kommen, ne? Ach nee, eins hat er noch geschrieben. Eins hat er noch geschrieben, und zwar weiter oben. Das muss ich auch kurz, genau, getting over it. Sekunde. Ah, save, 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 save. Das muss ich noch schnell reinfügen in die Playlist. Bevor ich das vergesse. Getting over it with Echo Mask. Oh, es ist sehr beliebt. Da hat er geschrieben, ich soll es mir nur mal kurz angucken und dann wieder sein lassen. Ach, wisst ihr was? Das machen wir einfach jetzt. Weil das ist wahrscheinlich wirklich nicht in meinem Bereich des Spielbahn.
Getting over it war ja. Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Okay, er hat den Anfang tatsächlich so gebaut wie in Getting Over It. Ich komme schon nicht über den Baum. Ich krieg schon den ersten Sprung nicht hin. Jetzt. So. Ja, ich meine, da passiert ja nichts. Aber kann man dann etwa hier am Rand? Kann man da am Rand stehen bleiben? Weil so kommt man ja nicht hoch. Na, so komme ich da ja nicht hoch. Oder muss ich von dem Baum aus? Nee, kann nicht sein. Wie kommt man da hoch? Ha, ich glaube, ich weiß, wie. Man kann auf. Ja, man kann auf dem Ding stehen. Okay, alles klar. Ah, dann sind's. Und dann kommen solche Sprünge. Oh, so um die Ecke springen, das war schon immer Kacke. In jedem Spiel. Oh Gott, okay. Ah, und jetzt muss ich da. Ah, ja. Ah, ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ach, komm schon. Getting Over It haben wir ja auch mal gespielt, ne? Wie weit sind wir gekommen? Bis zu dieser Orange. Ja, ich glaube, bei der Orange hat es mich dann runtergepfeffert wieder und dann hatte ich keine Lust mehr. Könnten wir auch mal wieder nein. Nope. Das war in meinem, ja, das war in meinem ersten Ausbildungsjahr, in meinem Seminarjahr war das. Da haben wir Getting Over It gespielt. Oh Gott! Ich würde halt. Mindestens gerne noch den einen Sprung da schaffen. Ich meine, wir sehen ja schon, wohin das läuft. Schaut euch das hier an. Ne? Du musst hier rüberspringen. Und wenn du ein bisschen zu knapp hinspringst, dann doink! Ganz unten wieder. Und das wird weiter oben auch noch passieren, die ganze Zeit. Das ist natürlich brutal. Das ist böse brutal. Das ist richtig böse brutal. Ich schaffe den Sprung nicht. Und weil ich da gerade DM Tokoro lese, ich wollte mal kurz gucken, was man hier alles für Musik auswählen kann. Das wollte ich mir auch mal anschauen. Aber ich komme durch diese Lücke da nicht durch. Nee, okay, egal. Vielleicht später mal. Vielleicht später mal. Ich pack's mal bei noch zu spielen rein. Dann weiß ich, dass es da ist. Aber es ist eher nicht eins, was ich noch spielen möchte. Gut, gehen wir ganz kurz in den Editor, gehen wir ganz kurz in den Editor rein und gucken uns mal an, wie das musiktechnisch aussieht. Okay, hier ist nichts mit Musik. Wo kann ich Musik einstellen? Layout, Blocks und Plattform. Das ist alles was an. Aber wahrscheinlich da unten. Area, Duplicate, Keyboard Shortcuts. Preferences. Music. Level. Nee, das kann es nicht sein. Editor Level. Nee, das ist nicht die.
Wo stelle ich denn Musik ein für das Level? Das ist, glaube ich, nur, was ich jetzt hier höre, ne? Das hat nichts mit dem Level selbst zu tun. Wo stelle ich denn die Hintergrundmusik ein? Das ist visual. Ah ja. Channel, Level Name, Game. Ach hier, Change. Right click to copy link. Das soll wenig Musik sein? Mein gut, klar hat man auch die irgendwann mal aufgebraucht. Aber ich meine. Ups, weg ist es. Das ist jetzt nicht so die kürzeste Liste. Kevin MacLeod ist natürlich mit dabei. Und ich denke mal, die wird mit Sicherheit mit der Zeit auch noch ergänzt. Cool wäre es halt wirklich, wenn man selber was einfügen könnte. Denn wenn das eh so Links von Newsground und so weiter sind, dann. Ja, ist klar. Dann ist das nicht so dramatisch. Greenlock-Kit-Fail. Okay, alles cooles Zeug, was man hier einstellen kann. Aber ich werde kein Level bauen. Ich werde Level nur spielen. Ich bin nicht der Bauer. Ich bin einfach kein Bauer. Okay, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben uns ein bisschen umgeguckt. Wir haben das Blocks-Break-Level geschafft. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Der Plan für die nächsten Parts steht auch. Hausaufgabe: nächstes Mal wieder einschalten. Like da lassen. Abonnieren, wenn noch nicht passiert ist. Danke fürs Zuschauen. Gott, ich komme mir so blöd vor. Und tschüss.